Hi ihr Lieben, ihr seht schon, das hier ist eine Riesenkleckerei. Ich bin gerade dabei, Kirschen zu entsteinen, um sie dann in Gläsern haltbar zu machen. Und das geht vollkommen ohne Zucker, das könnt ihr mit jedem Obst machen, weil Obst einfach genug Säure hat, so dass das Ganze sicher und haltbar ist, wenn ihr es in Gläser füllt. Und das Wichtige beim Heißabfüllen in Gläsern ist nämlich, dass ihr eure Gläser vorher erstens natürlich gut schrubbt und zweitens sterilisiert bzw. auskocht. Und das mache ich immer mit so ein bisschen Wasser unten im Topf. Und dann lasse ich das Ganze so 5 Minuten lang köcheln. Ihr könnt natürlich die Herdplatte schon vorher ausstellen. Das köchelt dann noch weiter, weil die Hitze ja nicht raus kann durch den Deckel. Ihr könnt zu dem Wasser noch ein bisschen Essig geben oder Zitronensäure oder einfach Zitronensaft, damit die Gläser keine Kalkränder bekommen. Und dann kocht ihr euer Obst. Denn mit Gemüse kann man das nicht machen. Das ist nämlich in den meisten Fällen nicht säurehaltig genug. Da muss man eine andere Technik anwenden. Also da kann man nicht die Technik des Heißabfüllens anwenden. Und diese Kirschen hier sind noch nicht gekocht, aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, die wären gekocht. Dann müsst ihr richtig schnell handeln. Und zwar ist es nämlich wichtig, dass ihr die Kirschen mit mindestens 80 Grad in das Glas bekommt und dann den Deckel verschließt. Genau, das ist nämlich super wichtig, dass innerhalb des Glases noch 80 Grad herrscht, während das Vakuum sich dann zieht. Denn ist das nicht so, dann kann es sein, dass das hier im oberen Rand anfängt zu schimmeln. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil da steckt ja super viel Arbeit drin. Und ja, deswegen ist es halt total wichtig, dass ihr da erstens richtig schnell arbeitet und zweitens könnt ihr da noch einen Trick anwenden. Und die Gläser, nachdem ihr das Ganze eingefüllt habt, einmal auf den Kopf stellen. Also wirklich einmal so, ja. Das sollte in der Regel da auch nicht rauslaufen. Wenn es rausläuft, dann wisst ihr, dass euer Deckel nicht, nicht dicht ist. Und durch dieses auf den Kopf stellen wird hier der obere Bereich des Glases noch einmal richtig erhitzt durch das Obst. Und dann ist das Ganze super lange haltbar, ohne Kühlung. Viele Leute denken ja, dass man Zucker braucht, um etwas haltbar zu machen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also der Zucker trägt nicht zur Konservierung bei, sondern ist einfach nur für den Geschmack. Und man kann Obst ganz wunderbar durch diese Methode des Heißabfüllens haltbar machen. Und man muss nur die paar Dinge beachten, die ich gerade gesagt habe. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja, aber ohne Zucker zieht das Obst ja gar kein Wasser. Und dann muss ich ja Wasser hinzugeben, was es dann verwässern lässt. Du kannst einfach das geschnittene Obst entweder in den Kühlschrank packen für eine Zeit lang oder einfach so stehen lassen und dann läuft das Wasser quasi raus und wie du hörst, ich habe kein Wasser zugegeben und es ist vollkommen ausreichend. Der Rest geschieht beim Kochen. Kleiner Tipp zum Abschluss noch, wenn ihr auf dem Rand des Glases ein bisschen gekleckert habt, dann putzt das mit einem sauberen Tuch ab und ganz schnell den Deckel drauf machen. Am besten geht das tatsächlich, wenn man sich so einen nassen Lappen in die Hand nimmt und damit das Glas anfasst, weil es ansonsten wirklich sehr heiß ist. Und dann stellt ihr es direkt auf den Kopf. Falls ihr das Gefühl habt, dass die Abfülltemperatur doch nicht unbedingt 80 Grad hatte, weil ihr den Rand super gekleckert habt oder weil ihr das Glas einfach nicht anfassen konntet, weil es viel zu heiß war, dann könnt ihr das Ganze nochmal nachpasteurisieren, entweder in einem Topf mit ein bisschen Wasser unten drin, so wie bei den Gläsern quasi, nur dass ihr ein Tuch auf den Boden des Topfes legt und da dann die Gläser draufstellt und das Ganze so für 10 Minuten ungefähr köcheln lassen. Oder ihr macht es halt im Backofen, aber da erst die 10 Minuten zählen, wenn die Temperatur
von, ich würde mal sagen, so 100 Grad oder so, erreicht es logischerweise. Ja, genau. So, ich wünsche euch viel Spaß mit der Methode. Vielleicht hat das Tür und Tor geöffnet für einige interessante Kombinationen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr davon was ausprobiert und euch was Cooles haltbar macht. Ansonsten gibt es natürlich immer noch mein E-Book, heiß begehrt. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox. Zahl, was du willst, Preis ab 4,90 Euro, glaube ich, geht's los. Sehr viele Ideen drin zum gesünder Essen, mehr gesunde Lebensmittel in den Alltag bringen, auf simple Art und Weise. Und deswegen heißt das Buch auch einfach Futtern. Also, bis bald. Tschüss.